Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute in diesem Video zeige ich dir eigentlich fünf meiner Lieblingsanthurien. Das heißt, ich würde dir einfach mal fünf meiner größten, schönsten Anthurien vorstellen, die ich mir jetzt einfach so rausgesucht habe oder die mir zumindest halt am besten gefallen. Ich würde dir auch so ein bisschen beschreiben, warum, wie viel sie gekostet haben und dir vielleicht auch noch die Wurzeln zeigen. Genau, und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ein bisschen seht das ja schon hier im Hintergrund, meine größte und meine Lieblingsanthurie, stelle ich dir jetzt mal genauer vor. Der Anthurium Insigne Gigante, das ist ja auch schon das neueste Blatt. Ich hatte sie mir letztes Jahr oder im März, glaube ich, da habe ich auch ein Video zu gemacht, war ich bei Aquagenera Europa und habe mich oder hab euch da so ein bisschen mitgenommen, wie Aquagenera Europa aussieht. Ich glaube, in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde oder so ging das Video und habe mich dann letzten Endes für diese Pflanze halt entschieden. Nicht wundern, das hier ist ein Transportschaden. Das ist das einzige Blatt, was hier natürlich genau hier in der Mitte ein bisschen gebrochen ist. Und deswegen hängt das hier so ein bisschen runter. Ist nicht schlimm, falls das einzige Blatt ist und wenn die Blätter irgendwie genau so groß werden wie mein Arm, dann ist das vertretbar. Finde ich, ne? Wenn du jetzt halt hier ein Blatt hast, klar, hier sieht man auch, okay, entweder die Pflanze schiebt gerade die ganze Energie irgendwo anders hin und deswegen hat das hier so ein bisschen, hat das hier, kriegt das hier so ein bisschen gelbe Flecken. Das ist auch normal, denn wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blätter. Genau, da unten ist noch nichts. Ne, 7 Blätter haben wir jetzt ungefähr. Und deswegen finde ich das halt in Ordnung, wenn ich jetzt hier ein bzw. zwei Blätter habe, die so ein bisschen komischer aussehen. Aber das ist halt echt schon Hingucker, ne? Ich glaube, ich hatte mir die Pflanze damals für 250 Euro, glaube ich, gekauft und habe sie dann 4 Stunden lang wieder zurückgefahren. Und wie man jetzt hier auch schon so sehen kann, hier unten kommt halt auch gleich schon ein neues Blatt raus. Das ist jetzt hier gerade so frisch, so ein bisschen am Ausrollen. Ich habe so ein bisschen Platzprobleme mit der Pflanze, weil sie macht so sehr gerne, sie ist so sehr ausladend. Ich hätte eigentlich gerne, dass sie so ein bisschen kompakter steht, aber das habe ich mir so ein bisschen verdorben, ne? Weil ich musste sie ja auf Semi-Hydro umgewöhnen. Das heißt, sie steht jetzt hier auch in so einem 25-Liter-Eimer und dadurch ist sie so ein bisschen krumm gewachsen. Ich musste dir dann irgendwie eine Woche oder jede Woche lang das Wasser wechseln und dadurch ist sie dann halt, sind die Blätter dann halt irgendwie so ein bisschen krumm gewachsen. Ja, ging jetzt nicht anders, ne? Aber ich habe sie hier unten auch noch so ein bisschen zusammengebunden, dass sie zumindest so ein bisschen weiter zusammenstehen. Genau, meine größte Pflanze, die ich habe oder meine größte Anthurie. Und ich bin so heilfroh, dass sie endlich genug Wurzeln hat und dass die Pflanze wirklich, ich würde sie jetzt fast sagen, stabil ist. Ne? Gerade wenn ihr jetzt ihr halt so ein Monster gekauft habt und ihr seid euch wirklich so unsicher, ob die Pflanze wirklich ankommt und ob ihr sie wirklich akklimatisieren könnt. Ne? Bei Aquagenera Europa ist ja eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit da in dem Laden. Sie düngen auch komplett anders als ich. Sie haben da so eine kleinen blauen Langzeitdüngerkugeln drin und düngen dann halt und wässern dann nur noch mit Leitungswasser. Und ich mache komplett das Gegenteil. Ich mache Leitungswasser, was qualitativ nicht so gut ist, und gebe dann noch Mineralien hinzu. Ne? Deswegen ist das so, ne? Das heißt, was Aquagenera da macht, ist natürlich so die bessere Variante. Ne, da musst du nicht so viel düngen, du musst nicht auf den pH-Wert achten. Die Langzeitdüngerkugeln, die halten irgendwas zwischen 3 bis 6 Monate und geben dann halt so viel Mineralien halt ab. Du düngst, du wässerst mit Regenwasser, was qualitativ sehr, 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 sehr gut ist im Vergleich zu unserem nicht so guten Leitungswasser. Aber genau, Insigne Gigante. Wirklich eine sehr schöne Pflanze mit sehr schönen großen Blättern. Bin ich so heilfroh, dass ich sie gefunden habe, dieses kleine Monstrum. Genau, deswegen fahre ich persönlich lieber zu Aquagenera, weil ich da so eine Pflanzen kriege und sowas kriegt ihr zum Beispiel nicht auf der Messe in Hamm. Und wenn, dann ist die nur ein einziges Mal da oder
sie ist schon vergriffen oder irgendwie sowas. Und deswegen fahre ich lieber eins, zweimal im Jahr zu Equagenera, da habe ich meine Ruhe und da kriege ich so eine schönen großen Pflanzen. Ich habe da halt auch noch eine andere Pflanze hinter mir oder vor mir stehen. Das heißt, alle großen Anthurium, die bei mir hier stehen, habe ich, glaube ich, von Equagenera. Fällt mir gerade mal so auf. Genau, da kann ich dir halt auch gleich schon mein neues Triconsolation-Blatt zeigen. Ne? Das hat sich gerade ausgerollt. Meine absolute Lieblingsmonstera. Egal, anyway. Ne? Genau, das war meine Lieblingspflanze. Und jetzt zeigt euch der Zukunfts-Benny die anderen vier Pflanzen. Jetzt, wo ihr meine Lieblingsanthurie gesehen habt, kommen wir auch schon zu Platz Nummer 2, der Anthurium Veggiei. Ich dachte mir eigentlich immer so, okay, wenn man keine Bauchmuskeln hat, dann hat man zumindest die passende Pflanze dazu. Guckt euch mal diese Pflanze an, oder? Unglaublich. Ich glaube, ich habe die letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, glaube ich, bei Equagenera Europa gekauft. Damals hatte sie, glaube ich, noch nicht so viele Blätter wie jetzt. Ich glaube, drei sind dazugekommen, drei sind neu dazugekommen. Ich habe sie halt auch auf Semi-Hydro übertragen bekommen. Das war sehr schön und auch sehr einfach. Und seitdem wächst sie halt eigentlich so schön vor sich hin. Genau. Ich liebe, dass die Blätter halt auch irgendwie immer länger werden. Wenn ich es jetzt halt noch schaffen würde, dass ich halt auch mal ein Blatt kriege, was jetzt keine Delle hat, also nur so ein richtig schönes, perfektes Blatt, dann wäre das halt schon ganz cool. Ich glaube, hier ist eine kleine Stelle. Da ganz oben, seht ihr nicht, ne? Genau, da oben ist eine kleine Stelle. Aber ansonsten liebe ich diese Pflanze, weil die sieht so richtig schön. Die Musterung gefällt mir, wie sich das Licht so ein bisschen darin spiegelt. Anthurium veggiei. Genau, ich habe mir halt auch bei Equagenera, gab es natürlich halt auch kleinere Pflanzen davon. Und ich muss, also zumindest für mich persönlich, ich finde, diese Pflanze wird halt erst so majestätisch und erst so wunderschön, wenn sie halt ein bisschen größer ist. Ne? Ich habe die irgendwie so in so klein gesehen, da waren die Blätter vielleicht so groß. Das wirkt noch nicht so, als wenn sie jetzt halt wirklich so richtig schön groß ist. Ich zeige sie dir mal, wenn ich ein bisschen weiter weggehe. Genau, also jetzt steht sie direkt neben mir. Ne, vielleicht so bis zur Brust oder so. Kommt sie, oder sind die Blätter halt schon ein bisschen länger? Das hier war das Blatt davor. Das hier ist, glaube ich, das kleinste. Genau, was noch übrig geblieben ist. Genau. Und das hier ist natürlich jetzt gerade das Neueste, was jetzt rausgekommen ist. So ganz hart ist es halt auch noch natürlich noch nicht. Ich würde jetzt auch gerne verraten, wie viel ich dafür gezahlt habe. Jetzt müsste ich lügen, weil das ist schon ein Jahr her. Ich würde mal sagen, so irgendwas um die 100, 150 Euro vielleicht. Musste ich mir einfach mitnehmen, weil das war meine absolute Traum- oder Wunschlistpflanze, die hier. Weil ich liebe, weil diese Blätter halt schon so ein bisschen einzigartig sind. Ne? Also irgendwann, also ich habe so das Gefühl, bei Anthurien generell kennst du eine, kennst du alle. Irgendwie sehen sie sich dann doch schon sehr ähnlich. Mal haben sie irgendwelche kleinen Beulen drin, dann sieht es aus wie eine Luxurianz oder eine Kristallinum, dann hat sie vielleicht irgendwelche Streifen. Klar, manche sind mal ein bisschen länger oder manche sind ein bisschen breiter, aber das ist es dann. Ne? Und deswegen finde ich ja diese Pflanze so wahnsinnig schön und interessant. Davon gibt es eine Narrow- und eine White-Variante. Ich habe die White-Variante. Erzähle ich dir auch, glaube ich, in dem Video da oben, wie du das erkennen kannst. Equagenera hat da ein sehr gutes Bild und ein sehr gutes Video gemacht darüber. Da siehst du die halt auch direkt beide nebeneinander. Das heißt eigentlich, oder wie erkennst du das? Das sind halt eigentlich nur die Abstände zwischen den Rillen. Das heißt, wenn die Abstände ein bisschen größer sind, dann ist es die White-Variante. Oder wenn sie halt noch kleiner sind oder noch feiner sind als die hier, dann ist es die Narrow-Variante. Habe ich jetzt da einen Favoriten davon? Nee, ich kenne die Narrow-Variante nicht, aber ich finde die Pflanze eigentlich schon so, wie sie jetzt ist, schon sehr beeindruckend. Ich mag das immer, wenn ich mir das jetzt vorstellen müsste, dann würde ich immer noch die White-Variante nehmen. Denn wenn das jetzt noch kleiner ist, dann finde ich das ein bisschen zu übertrieben. Du versuchst es zu hart, weißt du? Genau, jetzt zeigen wir euch mal ich zeig dir auch mal die Wurzeln, wenn ich sie rauskriege.
Genau, ich glaube, das ist hier auch die einzige Wurzel. Genau, muss man ganz kurz gucken. Da, das ist die einzige Wurzel, die die Pflanze jetzt gerade, also die ich dir zeigen kann. Unten ist, ach guck mal, da hinten ist auch noch eine. Genau. Also hat noch nicht so viele Wurzeln. Sie wächst auch sehr langsam im Vergleich. Das heißt, irgendwie noch langsamer oder im Vergleich zu so einer Thai Constellation da hinten vielleicht ganz kurz. Kann man damit vergleichen, also wie diese Pflanze halt wächst. Oder genau, ich glaube, ich habe drei neue Blätter in einem Jahr oder so. Das heißt, alle 6 Monate ein neues Blatt. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ja, das war Pflanze Nummer 1. Ich habe mich da auch so ein bisschen in die Pflanze so ein bisschen verliebt. Weil ich wollte die Pflanze unbedingt haben, habe sie dann bei Aquagenera gesehen, als ich das letzte Jahr da war. Und ich musste diese Pflanze halt unbedingt haben. Ich habe dann gesagt, okay, irgendwie 100, 150 Euro, so eine schöne große Pflanze kriegst du wirklich nie wieder. Und die musst du halt einfach nehmen. Ne? Und seitdem ist mir das halt eigentlich sehr gut gelungen, dass ich die Pflanze halt auch noch auf Semi-Hydro übertragen habe. Gerade bei so großen Pflanzen habe ich da immer sehr große Bedenken. Denn ich habe das einmal gemacht, zum Beispiel bei meinem Gummibaum, bei meinem Großen. Und das sah halt einfach kacke aus. Und wenn du jetzt hier so eine schöne Anthuria hast, da ist die Chance natürlich sehr groß, dass du halt dann einfach 100, 150 oder 200 Euro in die Tonne gekloppt hast. Plus die 4 Stunden hin und die 4 Stunden zurück. Genau. Ja. Wirklich eine sehr schöne Pflanze, kann ich euch wirklich ans Herz legen, aber ich glaube, dass sie erst so mysteriös oder so wunderhübsch wird, wenn ihr echt eine größere Pflanze habt, weil ansonsten wird das natürlich nicht so fabelhaft oder wirkt das natürlich nicht so schön wie hier. Die Rückseiten, ja, ne, die ist noch nicht ganz ausgehärtet, aber die anderen sind komplett grün. Ich habe die hier unten auch ein bisschen zusammengebunden. Genau, sieht man hier mit so ein bisschen Draht, damit die ein bisschen mehr zusammen, damit die Blätter mehr zusammenrücken. Denn wenn hier hinter mir alles irgendwie auf dem Boden steht, ich habe da drei Lampen oben und so viel Platz habe ich nicht. Und wenn dann die Blätter irgendwie so sich mal so schön ausstrecken, dann habe ich da nicht genug Platz für. Und von daher. Genau, ich wünsche mir halt eigentlich immer noch eine Lampe von der Seite, denn wie man zumindest so ein bisschen erkennt, na, das seht ihr zum Beispiel nicht, ne, oder? Dass die Blätter sich so ganz langsam anfangen, sich so ein bisschen aufzurichten, ne? Vielleicht sieht man das hier, ne, oder hier ganz schön, ne, dass die Blätter so ein bisschen gebogen sind, weil die Pflanze natürlich halt ausschließlich Licht von oben kriegt. Genau, so ist jetzt gerade. Man sieht jetzt halt ganz genau an der Pflanze hier oben, dass das Blatt hier so ein bisschen gebogen ist hier oben. Aber meine zweite Lieblingspflanze, die Insigne Gigante, ist nur deswegen so beeindruckend, weil die Blätter so unglaublich groß sind. Deswegen ist sie auf Platz Nummer 1. Aber kann sich ja vielleicht noch mal ändern. Genau, meine Insigne Gigante kriegt, habe ich ja auch vielleicht schon gezeigt, ein neues Blatt. Das letzte Mal, als ich ausgerechnet habe, werden die Blätter irgendwie immer bei jedem Mal 6 Zentimeter größer. Das heißt, jedes Blatt ist wirklich 6 Zentimeter größer als das davor. Ich hoffe nicht, dass die Pflanze allzu schnell neue Blätter kriegt, denn wenn man jetzt so, naja, vielleicht so 10 Blätter im Voraus nimmt, dann sind das schon 60 Zentimeter mehr. Hoffen wir mal, dass es irgendwann aufhört. Anyway, okay. meine zweite Lieblingspflanze oder meine also auf Platz Nummer 3, die Anthurium Delta Port. Genau, hatte ich mir von Harmony Plants für 70, 80 Euro gekauft, glaube ich. Wir hatten ein paar Startschwierigkeiten, bin ich ganz ehrlich. Ich war sehr beeindruckt, dass sie dann doch irgendwann gekommen ist. Das heißt, mit wie vielen Blättern habe ich sie gekriegt? Ich glaube, mit den beiden hier. Dann kam das hier, das war das dritte.
Und das hier ist das Neueste. Hier sieht man halt auch so schön, dass das hier oben so ein bisschen gerade ist und die Pflanze halt echt so ein bisschen mehr in die Länge wächst. Wir hatten ein paar Startschwierigkeiten, denn sie wusste nicht so richtig, wo jetzt ein neues Blatt rauskommen soll. Sieht man vielleicht ein bisschen hier an der Seite ist ein kleiner verwelkter Trieb. Da dachte ich schon, okay, jetzt kommen da auf einmal zwei Triebe auf einmal raus. War aber nicht so, denn nur ein Trieb hat sozusagen überlebt. Und zwar der jetzt hier. Genau. Musste ich halt unbedingt haben. Denn klar, sie hat wieder Streifen und es sieht aus wie eine plattgedrückte oder wie eine Kristallinum, wo man irgendwie oben ein Drittel abgeschnitten hat. Aber genau. Finde ich trotzdem eine sehr, sehr, sehr schöne Pflanze, weil sie halt so ein bisschen anders eine andere Blattstruktur hat oder eine andere Blattform hat als alle anderen Anthurien. Das mag ich so unbedingt, denn ich kann damit irgendwie nicht so wirklich viel anfangen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Kristallinum oder eine Standardkristallinum versus halt eine mit so einem ganz leichten Hauch von Rot, die dann gleich 400, 500 € mehr kostet. Damit kann ich persönlich nicht so viel anfangen. Ich sage so, okay, ist eine Kristallinum, stand ein bisschen zu lange in der Sonne, hat ein bisschen Sonnenschaden oder Sonnenstress gekriegt und dann dann ist es eine rote Kristallinum, so das sehe ich halt einfach nicht. Ne? Da kaufe ich mir dann lieber irgendwie noch eine vierte Thai Constellation oder so oder eine Platinum oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Da bin ich dann persönlich sehr viel glücklicher bei der ganzen Sache. Okay, gucken wir uns mal die Wurzeln an. Sehen wir hier schon irgendwas? Nein, die Wurzel ist klasse hier. Ja, guck mal, die eine Wurzel, die rankelt genau hier und dann sieht man die halt immer so ein bisschen durchblitzen. Das finde ich ganz schön. Hier haben wir noch so einen kleinen Schwengel. Hier unten gucken schon sehr viele raus. Das finde ich sehr schön. Sehen auch alle sehr schön weiß aus. Das heißt, es ist alles sehr schön gesund. Sie kommt da in dem Topf zurecht. Hier haben wir halt auch nochmal so zwei kleine Popel oben auf dem Topf. Und dann wäre halt auch nochmal eine kleine Wurzel da. Ne, die wächst da so langsam runter. Das heißt, der Pflanze geht es gut. Und deswegen hat sie vielleicht auch so ein schönes großes Blatt gekriegt. Aber meine absolute zweite Lieblingspflanze. Ich war sehr beeindruckt, dass die Pflanze doch so im Preis gesunken ist. Denn das letzte Mal, als ich geguckt habe oder als ich mich daran erinnert habe, waren es noch so Mitte dreistelliger Problembereich oder Geldbereich. Und jetzt hat er auf einmal so bei Harmony Plants für 70 € zu sehen, war schon wirklich sehr beeindruckend, finde ich. Genau, finde ich sehr schön, so diese Adern, wie sie hier oben anfangen und so, so ein bisschen langsam runterwachsen. Ich hoffe, dass das nächste Blatt schon ein bisschen größer wird. Ich glaube, so wirklich in Arbeit ist es noch nicht, ne? Da sieht man zwar so einen kleinen Pinöpel da unten, aber so wirklich am Abdrücken ist er jetzt gerade noch nicht. Kommt vielleicht noch, aber ich bin schon sehr froh, dass ich jetzt dieses Blatt hier habe, was ja schon sehr wo man schon sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine Delta Force. Wenn man da jetzt zum Beispiel nur diese kleinen Blätter da hat, dann hätte es jetzt auch irgendwie auch ein Hybrid sein können, ne? Aber bin ich sehr froh drüber, dass es die Pflanze schon so relativ günstig zu haben gibt, ne? Das ist echt heiß. Okay. Pflanze Nummer 3 ist die Anthurium Genmanii. Habe ich, glaube ich, irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Bauhaus, aber irgendwie sowas Ähnliches bekommen. 15 € oder 14,99. 14,99, genau. Schon alleine, weil sie so billig war und weil die Pflanze wirklich so ein bisschen komplett anders wächst als alle anderen. Ne? Wie ihr das hier so schön in dem Topf seht, gut, ich habe sie wirklich ein bisschen weit eingepflanzt, das mache ich irgendwie immer gerne, damit die Pflanze dann halt auch ein bisschen länger in dem Topf bleiben kann. Und die kriegt jetzt auch gleich ein neues Blatt, das kleine Schniepelchen da. Und diese Blätter, die sehen so wahnsinnig schön aus. Ne? Sie werden
Sie kommen so ein bisschen klein unten raus und werden dann halt nach oben irgendwie immer größer. Das finde ich sehr schön. Das Plotier ist ein bisschen abgeknickt. Ja, das war aber auch schon so. Die Blätter sind noch ein bisschen härter als die von der Veggie-Eye. Genau. Ich habe auch mal, glaube ich, bei, Gott, wo war es? In irgendeinem großen Schwimmbad. Da gab es das so überdacht. Mit einer Draußenanlage, da habe ich die Pflanze wirklich mal in groß gesehen, auch wirklich mit einem Blütenstamm. Da waren die Blätter fast genauso groß wie ich. Das war sehr beeindruckend. Da dachte ich so, boah, guck mal, die kennst du doch, die Pflanze. Und dann war das halt wirklich eine sehr große Jenmanii. Ich habe davon leider kein Foto gemacht, aber wirklich eine sehr schöne billige Pflanze. Für 15 Euro kann man da wirklich nicht meckern. Und deswegen habe ich sie mir mitgenommen und ich sehe da ein Trips. Ich sehe da zwei Trips. Okay, na gut, anyway. Genau. Diese Pflanze halt wirklich schon so in groß zu sehen. Für 15 Euro kann man nicht meckern, ne? Wenn man jetzt nochmal die Delta Force daneben hält, dann würde man jetzt halt nicht denken, dass die Delta Force jetzt irgendwie 80 Euro gekostet hat. Und die hier nur 15. Klar, die hier hat noch schön so schöne silberne Streifen drin, aber naja, selten halt, ne? Und deswegen kann ich dir die hier eigentlich wirklich sehr ans Herz legen. Schon alleine, weil sie ein bisschen anders wächst. Ich mag so Pflanzen, die so ein bisschen ausbrechen aus diesem Luxurianz und Gloriosum, Luxurianz und Kristallinum-Bereich, finde ich. So nenne ich es jetzt mal. Genau, jetzt hier auch wieder ein bisschen so die Wurzeln. Da sind schon ein paar kleine Würmer, die da rausgucken. Da ist noch eins unten. Noch nicht allzu viel. Auf meiner Seite ist gar nichts. Nö, das ist alles. Die ist auch noch relativ neu. In dem Topf. Also relativ neu. Ich sag mal, vielleicht einen halbes Jahr, so 2, 3, 4 Monate oder so, weil die Pflanze ist da wirklich noch relativ neu. Und kann man nicht meckern. Ne? Also gerade so für 15 Euro, gerade was du jetzt hier so eine schöne Pflanze kriegst. Und weil ich halt ein bisschen aufgepasst habe, war hier in diesem Topf nicht nur eine Pflanze drin, sondern zwei Stück. Eine ist, glaube ich, noch in meiner Wachstumsbox oder habe ich verschenkt. Genau, habe ich gleich zwei Pflanzen für eine gekriegt. Also zwei Pflanzen für den gleichen Preis gekriegt. Und ich glaube, sowas kann man sich schon mal irgendwo in die Wohnung stellen. Eine sehr schöne große Pflanze. Stell dich mal vor, wenn sie so groß wird wie die hier, dann wird das wirklich eine sehr schöne große Pflanze. Ich schwitze. Okay. Puh, Pflanze Nummer 5. Die Pallidiflorum. Schon alleine. Ich hatte ein paar Anfangsschwierigkeiten. Ne? Ich habe das auf der Pflanzenmesse in Hamm vor, glaube ich, 2 Jahren mir gekauft. Oder entweder letztes Jahr oder das Jahr davor. Ich habe echt Probleme mit Tripse. Das ist der einzige Schädling, den ich wirklich habe. Und den kriege ich nie wieder aus meiner Wohnung. Das ist echt anstrengend. Naja, egal, anyway. Genau, wir hatten so ein paar Anfangsschwierigkeiten. Wir hatten so ein paar Anfangsschwierigkeiten, Pflanze und ich, weil wir hatten, oder die Pflanze hatte nicht genug Wurzeln, dann sind mir, glaube ich, alle Wurzeln einmal komplett abgestorben und wir haben komplett bei Null angefangen. Ja, ne, dann habe ich sie aber trotzdem dann irgendwie in meiner Wachstumsbox mit sehr viel oder mit ein bisschen Heizmatte von unten dann doch wieder hingekriegt. Das fand ich dann sehr schön, dass sie dann trotzdem noch was geworden ist. Was ich an dieser Pflanze so liebe, muss ich glaube ich nicht sagen, ne? Dass diese Blätter so unglaublich lang werden. Das hier ist das neueste Blatt. Das hier. Wenn ich das jetzt mal so neben meinem Kopf halte, ne, dann ist das hier schon Bauchnabelhöhe. Und das ist wirklich schon eine sehr schöne Pflanze. Klar, ich weiß, dass man dafür irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mal so den Platz hat, weil ich hoffe, dass die Blätter noch sehr viel länger werden als das hier. Aber die Pflanze steht in meinem IKEA-Regal ganz oben. Das ist, glaube ich, 1,90 Meter, 1,80 Meter hoch.
Und da muss sie erst mal ein paar Jahre wachsen, bevor sie unten auf dem Boden aufkommt. Aber ich habe da schon sehr abstruse Instagram- und Shorts gesehen, wo sie dann halt irgendwie anfangen, so dieses Blatt irgendwie so hoch zu, so hoch zu rollen oder irgendwo abzulegen, weil die Dinger zu lang geworden sind. Bin ich aber genau der Fan von. Das heißt, so wieder so eine sehr ein bisschen andere Blattform, dass das halt wirklich ein bisschen schmaleres Blatt, aber dafür sehr lang ist, das mag ich. Und wie ihr hier auch sehen könnt, schiebt die Pflanze halt hier auch direkt einen kleinen Pollenstamm. Ich vergesse irgendwie immer, die alten Pollen irgendwie einzufrieren. Klar, meine Crystallinum habe ich eben gerade abgeschnitten, den Pollenstamm, weil er mir verwelkt ist. Aber irgendwie vergesse ich die irgendwie immer. Sonst hätten wir irgendwie schon längst mal ein Video machen können, so Vermehrung und Vermehrung von Pollen und männlich und weiblich und worauf müsst ihr achten. Das wäre auch für mich was Neues. Und auch mal so einen kleinen eigenen Hybriden zu züchten, das wäre natürlich vielleicht auch schon was Schönes. Genau, hier kommt auch gleich ein neues Blatt raus. Dieses kleine Wurmgedöns hier. Ne? Das ist ein kleines neues Blatt. Ich hoffe, dass das natürlich noch länger wird als das andere Blatt. Ich habe das hier oben auch so ein bisschen hingelegt, die Pflanze. Denn sie ist auch so ein bisschen krumm gewachsen. Sie ist auch in so einem U gewachsen. Deswegen dachte ich so, okay, wenn ich sie jetzt vielleicht auf Substrat lege, dann besteht vielleicht die Chance, dass die Wurzeln direkt in die Pflanze oder ins Substrat gehen können. Genau. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich auf der Pflanze noch nie einen Schädling gesehen habe. Ja, das ist jetzt ja ein bisschen hinfällig oder zumindest auf den Blättern an sich habe ich noch nie einen Trips gesehen. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es vielleicht zu spät. Morgen früh ist die Pflanze voller Tripse. Nee, so eine der wenigen Pflanzen mit Kaffee und Ananas, wo ich noch nie irgendwelche Tripse drauf gesehen habe. Okay, jetzt zeige ich euch mal kurz die Wurzeln. Kurz die Haare mal beiseite legen. So, gucken wir uns nochmal die Wurzeln an. Ich liebe diese super Venti-Töpfe, ne? Die stehen noch unten in der Videobeschreibung, hoffentlich, wenn ich dran gedacht habe. Dann sind sie jetzt da standardmäßig in der Videobeschreibung zusammen mit diesen kleinen Töpfen. Oh, hier ist eine tote Wurzel. Okay, muss ich vielleicht anfangen, wieder sehr viel regelmäßiger zu gießen. Oder die Wurzeln standen halt einfach nur. Oh, ich habe sie hier einfach draufgestellt und das kann auch passieren. Das heißt, hier ist eine kleine Wurzel, aber natürlich noch nicht so beeindruckend wie der Rest. Da unten hängt ein bisschen was raus. Genau, aber geht halt eigentlich, ne? Ich bin irgendwie immer sehr froh, dass die dann doch noch irgendwie so schöne Wurzeln haben. Ich habe halt auch festgestellt, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn da zu viele Wurzeln drin sind, dass die Pflanze dann irgendwie umkippt oder das Wasser. Das heißt, die Pflanze fängt dann irgendwie an, absolute Wurzelfäule zu kriegen. Das ist mir mit meinen zwei Crystallinum passiert. Da sind dann auf einmal die ganzen Wurzeln abgestorben und ich wusste halt nicht wieso. Aber es ist wahrscheinlich dann irgendwas mit pH-Wert oder Sauerstoff, dass dann da unten einfach zu wenig Sauerstoff drin ist und dass das deswegen so sich dann sehr stark wieder zurückreduziert auf das, was der Topf halt wirklich aushalten kann. Genau. Palidiflorum aus dem ne, Pflanzen-Event vom letzten oder vorletzten Jahr habe ich sie mir gekauft. Ich finde, klar, ich würde da irgendwie auch gerne wieder hin, mal ein Video für euch drehen oder irgendwie mal so hinfahren. Aber es ist so voll da. Wirklich, das ist es mir dann halt nicht wert, da irgendwie 4 Stunden hinzufahren oder unter in Trippelschritten über die Messe, wenn ich denn irgendwie auch zu Aqua Genera fahren kann. Ne? Da bin ich dann halt gefühlt komplett alleine. Da kann ich in Ruhe drehen, kann mich da 2, 3 Stunden aufhalten, mir alle Pflanzen in Ruhe angucken. Ich trete niemanden auf die Füße, das ist nicht stickig da drin. Ich kann raus und wieder reingehen. Und klar, jetzt irgendwie zum Socializen oder für euch kann man sowas mal machen. Ne? Da mal auf die Messe fahren. Aber sehe ich nicht. Ne? Also klar, vielleicht kann man das irgendwie dieses Jahr mal machen. Ne? Dann nochmal hinfahren oder mein kurzes Video drehen.
So, aber für die Pflanzen, dafür hätten sie irgendwie eine größere Location bauen können oder zu sagen können, okay, wir machen das jetzt nicht 2, sondern nur vielleicht eine Woche, damit man das sich ein bisschen entspannt, damit sich das ein bisschen entspannt und nicht nur so auf 2 Tage da alles sich durchdrückt. Na genau, wir kommen vom Thema ab. Meine Palidiflorum. Genau. Und das waren jetzt auch schon meine 5 Pflanzen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Welche Anthurien gefallen euch denn am besten? Habt ihr vielleicht noch irgendeine Pflanze auf eurem Wunschzettel stehen, wo ihr sagt, boah, die möchte ich unbedingt haben? Oder ja, habt ihr vielleicht eine Pflanze beim Freund oder Freundin gesehen, die ihr unbedingt haben wollt? Oder sagt ihr, boah, okay, ich habe mir jetzt hier eine XY gekauft, die möchte ich, die tätschle ich bis zum geht nicht mehr und spiele hier immer Mozart vor oder keine Ahnung. Das würde mich sehr interessieren, welche Anthurie denn eure Favoriten sind. Genau, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder. Wuff.